Hey Squad, Rayo hier. Heute geht's ums Thema Kreativität. Und eher gesagt, wenn man die Kreativität nicht da ist. Als jemand, der jeden Tag kreiert, verstehe ich dieses Problem so gut, dass manchmal einfach diese Inspiration weg ist. Und deswegen möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr so ein bisschen zu eurer Inspiration und Motivation, was Kunst angeht, oder ja, Kreativität, wieder zurückkommt, weil das ist sehr wichtig für manche von uns. Ich persönlich bin nicht so gut drauf, wenn ich nicht irgendwas kreieren kann. Let's go! Der Nummer 1 Tipp, den ich immer gebe, ist andere Plätze besuchen in eurer Stadt oder um eure Stadt so drumherum. Es kann auch einfach nur ein Café sein, wo ihr dann einfach mal irgendwie arbeitet oder schreibt, also schreibt, zeichnet, was auch immer ihr macht, Musik produziert. Es hilft manchmal einfach sehr, aus diesem kleinen Gefängnis rauszukommen, das sich der eigene Raum nennt. Ich bin auch ganz gerne irgendwie in der Natur, wenn ich irgendwie schreibe oder zeichne oder was weiß ich, alles Mögliche. Ja, also ich finde es unfassbar erneuernd, was Kreativität angeht, wenn man einfach mal an einen anderen Ort geht. Das kann halt einfach so viel verändern. Manche von euch machen das vielleicht schon automatisch und das hilft nicht mehr. Aber für viele Leute denken da nicht dran, für viele Leute hilft es tatsächlich sehr, sehr gut. Da eine Sache, die vielleicht auch sehr offensichtlich ist, aber die viele Leute auch vergessen. Räumt euer Zimmer oder eure Wohnung, je nachdem. Räumt die komplett auf, putzt die, habt einfach ein Umfeld, in dem ihr euch wohlfühlt und stellt vielleicht sogar Möbel um, weil manchmal hilft es, also viele von euch wissen das wahrscheinlich, manchmal hilft es einfach nur so ein bisschen was in seinem Zimmer oder was auch immer irgendwie umzuändern und dann hat man einfach diese neu gewonnene Energie und Inspiration und für mich hilft das ganz oft. Ich kann zwar Möbel derzeit nicht so wirklich umstellen, aber ich habe zum Beispiel letzte Woche meinen Schreibtisch so ein bisschen umgestaltet und das hat mir auch Motivation gegeben, irgendwie in eine andere Richtung kreativ zu gehen. Also definitiv macht euer Umfeld ein bisschen besser, ein bisschen angenehmer für euch und ändert es vielleicht. Dann, viele von uns wollen so sehr kreativ sein und das, genau das nimmt die Motivation und Inspiration weg. Also versucht euch mal eine Zeit lang nicht zu zwingen, kreativ zu sein, sondern macht mal was komplett anderes. Es kann auch kreativ was komplett anderes sein, wenn ihr irgendwie schreibt, dann malt stattdessen mal oder wenn ihr Musik macht, dann könnt ihr stattdessen irgendwie Aquarellgemälde malen oder es gibt so viele Sachen, wo man einfach mal was anderes Kreatives machen kann oder auch generell was anderes. Es gibt auch Sachen außerhalb von Kreativität, die man mal anders machen kann, wo man halt auch mal neue Ideen kriegt, vielleicht sogar für seine Projekte. Dann auch eine Sache, die sehr vielen Leuten immer sehr gut hilft, ist halt kreative Challenges. Also so 30-Tage-Challenges oder eine Wochen-Challenge, so ich will jetzt eine Woche lang das und das so machen, egal wie wenig oder wie viel Bock ich drauf habe. Also ich zeichne jetzt eine Woche lang Tiere im realistischen Stil und auch wenn ich keinen Bock habe, muss ich das jetzt einfach mal machen, um einfach wieder so in dieser Regelmäßigkeit reinzukommen. Zum Beispiel, und ich persönlich, was ich cool finde, was ich so noch nicht gemacht habe, aber was ich sehr, sehr cool finde, ist das 365-Projekt, also dass man ein Jahr jeden Tag seine Kreativität auslebt. Also viele Leute machen das zumindest mit Zeichnen, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die das mit Musik machen und mit Schreiben. Mitschreiben ist es übrigens auch einfach gut wegen Journaling. Ihr wisst, wie sehr ich drauf stehe, dass man seine Gedanken niederschreibt. Man versucht vielleicht sogar so ein richtig fettes Projekt zu starten. Das kann einem auch sehr viel Motivation geben und sich zum Kreieren zu zwingen, kann auch helfen. Ich persönlich kreiere jeden Tag und ich habe halt gemerkt, wenn ich jeden Tag was mache, dann bleibt man halt einfach in diesem Kreislauf drin. Wenn ich dann irgendwie mal mehrere Tage nichts kreiere, was sehr selten ist, dann muss ich halt erst wieder reinkommen. Das heißt, wenn man jeden Tag was macht, dann ist es schwerer, diese Inspiration nicht mehr zu bekommen. Es ist so ein ewiger Kreislauf. Es ist so, ich glaube, in irgendeinem guten Buch, ich werde das hier immer vielleicht mal einblenden, was ich gelesen habe, wurde das so erklärt. Motivation kommt von einfach machen, also diese Aktion, Inspiration, Motivation und das ist halt irgendwie so ein Kreislauf. Aber ja, das ist, manchmal muss man einfach anfangen. Dann
eine Sache, die ich auch sehr, sehr gerne mache, in der ich mich manchmal verliere, sind TED Talks. Ich hoffe, jeder von euch weiß, was ein TED Talk ist. Das sind sehr inspirierende Reden. Da gibt es so viele von auf YouTube. Es gibt tatsächlich tausende. Ich glaube, der TEDx-Channel hat irgendwie mehrere tausende Reden, weil die laden echt jeden Tag neue Sachen hoch. Aber es gibt sehr viele sehr inspirierende TED Talks, die einfach so inspirierend sind. Ja, das kann auch sehr, sehr, sehr helfen. Vor allen Dingen, wenn man, also nicht unbedingt, wenn man zeichnet, aber wenn man irgendwie schreibt oder Musik macht oder so als kreatives Hobby, kann ein TED Talk sehr, sehr, sehr helfen. Und dann natürlich die Sache, die irgendwie so offensichtlich sein sollte: Versucht Inspiration in Orten zu finden, wo ihr normalerweise denkt, so, wieso sollte ich da hingehen? Oder geht einfach mal irgendwie in, keine Ahnung, Aquarium, Zoo oder so. Ich bin jetzt kein Fan davon, in den Zoo zu gehen, aber ihr wisst, was ich meine. Also besucht so Orte, wo ihr irgendwas nachzeichnen könnt. Oder geht einfach immer irgendwo hin, wo ihr überhaupt nicht erwartet, dass euch irgendwas inspiriert. Und vielleicht fällt euch da irgendwas ins Auge, was ihr irgendwie zeichnen, beschreiben, whatever möchtet. Das kann sehr erfrischend sein. Und einfach neue Orte sehen generell ist halt einfach immer gut, also ob künstlerisch betätigen oder nicht, das ist halt immer gut, neue Orte zu sehen oder ungewöhnliche Orte. Also geht in Orte, wo ihr es irgendwie nicht erwartet, dass ihr inspiriert werdet. Und dann noch eine Sache, die irgendwie auch sehr offensichtlich sein sollte, aber die für viele halt schwer ist, ist halt einfach mal nichts tun, also nichts Kreatives tun für mehrere Tage. Wenn man sowieso schon nicht dazu kommt, was Neues zu kreieren, dann ist es manchmal einfach so, dass das Gehirn zu voll ist mit diesem Druck, was zu kreieren. Und diesen Druck muss man natürlich irgendwie wieder abbauen. Und dann sollte man halt einfach ein paar Tage lang mal nichts machen. Wenn es irgendwie nur 3 Tage sind, wo man mal nichts macht, und dann zwingt man sich halt wieder dazu, ein bisschen zu kreieren. Manchmal muss man sich halt dazu zwingen. Aber ja, manchmal braucht man halt auch einfach eine Pause. Und halt, wie schon erwähnt, generell kann ich halt immer nur sagen, kreiert jeden Tag, weil dadurch wird es schwerer, dass ihr überhaupt in so einen kreativen Block kommt. Wie gesagt, ich persönlich kreiere jeden Tag irgendwas. Manchmal schreibe ich, manchmal zeichne ich, manchmal mache ich Musik mit meinem iPad auf GarageBand. Manchmal plane ich auch einfach nur Videos aus. Das ist ja auch kreativ sein. Also Dinge planen ist genauso kreativ sein wie was zeichnen. Ja, und mir persönlich hilft das halt sehr. Ich habe jetzt, glaube ich, in einem Jahr keinen großen Kreativblock mehr gehabt. Einfach weil ich mich jeden Tag dazu bringe zu kreieren. Auch Filmen ist kreieren. Also kreiere ich hier gerade in diesem Moment was. Und dadurch, dass du gerade zuguckst, inspirierst du dich ja gerade auch irgendwie selbst. Also ein endloser Kreislauf. Aber ja, jeden Tag, macht das irgendwie zu einer Angewohnheit, jeden Tag zu kreieren, was auch immer es ist, einfach kreativ zu sein. Und ja, es ist eigentlich, wenn man einmal so drin ist, wird es halt immer einfacher. Und ja, ich habe über dieses Thema in Englisch einen Blogpost geschrieben mit einem kleinen E-Book dazu, mit Dingen, die euch inspirieren könnten, also mit Ideen, wie ihr eure Inspiration zurückkriegt. Also wenn ihr Englisch versteht und ein kleines E-Book mit Inspiration haben wollt, was übrigens kostenlos ist, habe ich das erwähnt, dann verlinke ich den Blogpost unten und dann könnt ihr euch den durchlesen und dieses E-Book runterladen. Und ja, lasst ein Like da, wenn ich euch irgendwie inspirieren oder helfen konnte. Lasst einen Kommentar da mit euren Tipps, wenn ihr einen Tipp habt gegen kreative Blogs, weil jeder Mensch hat da irgendwie so seine eigene Methode und ich würde gerne wissen, was eure ist. Und lasst ein Abo da auf diesem Channel. Hier geht es sehr oft um Selfcare und persönliche Entwicklung, was sehr, sehr wichtig ist als kreativer Mensch und Mensch, der potenziell irgendwann mal ein Business hat. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!